Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24. Wir spielen heute heim gegen Leverkusen. Saisonstart ist so ein bisschen durchwachsen. Nicht gut, nicht schlecht. Könnte durchaus besser sein, kann aber natürlich auch schlechter sein. Ich will jetzt hier nochmal gucken, ob wir jetzt hier einen neuen Coach finden. Erstmal für den Angriff irgendwie. Hätte ich dann trotzdem aber ganz gerne einen 5 Stern. Wir haben hier beim Torwart einen. Den werden wir dann auch gleich einmal verpflichten. Wo war der? Da. Torwarttraining. Genau. Coach verpflichten. So, haben wir für die Defensive sonst noch irgendwie einen 5? Ja. Hier. Nice. Yes. Gut, jetzt fehlt uns noch ein Coach jeweils. Wir können da gucken, ob wir im Angriff jetzt vielleicht noch einen 5-Sterne-Coach hätten. Nee, aber damit haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was verstärkt. Gut. Das sollte doch gut sein. Und dann geht es jetzt Leverkusen. Genau, Startformation wird diese sein, wobei, ja doch, genau, bleibt erstmal alles so. Defensiv habe ich jetzt Ziesinger für, ich glaube, es war Jensen, ne, reingetan. Genau, let's go, auf Vorbericht, ja. So, Leverkusen wird gefährlich. Auf jeden Fall. Auf Grimaldo sollen wir aufpassen. Die beiden Trainer begrüßen sich, klar. So, wir im Heimspiel wollen das natürlich zeigen, dass wir da mithalten können, aber Leverkusen ist gut drauf, wie gesagt. 3 Siege in Folge. Let's go! Gehen wir rein gegen eine spielstarke Mannschaft. Mädel. Kossa. Wo ist da? Nimm doch bitte Mehle, danke schön, vorsichtig. Ist alles frei und da ist es 1-0, weil meine Verteidiger wieder nur rumgucken. Arnold regt sich da auch völlig zurecht auf. 1-0 Leverkusen. Nicht gut verteidigt. Schaka. Boah. Leverkusen, nächster Abschluss. Baku läuft. Baku, Abschluss. Torwart ist da. Radetzky hält. Ja, vielleicht mal irgendwie mal einen guten Eckball irgendwann. Emery. Guter Schuss, aber auch gut gehalten. Ich habe gar keinen Zugriff drauf. Was soll ich machen? Es ist so schwer zu verteidigen. 2-0. Adli trifft. Ja. Also wir haben echt keinen guten Kader. Das muss man schon mal sagen. Thomas. Meier. Hey, das gibt es nicht. Wir haben so ein Pech im Abschluss. Oder einfach nicht die Qualität dazu. Es kann ja natürlich auch sein, dass es wirklich da offensiv gerade Arnold mit links. Nee. Also Versuche sind ja da, aber ja, kennt schon irgendwie ein bisschen an Unvermögen. Ist jetzt zwar sehr hart gesagt, aber
Die Qualität fehlt bei uns einfach, gerade in der Offensive. Dass du nicht jeden Ball wegverteidigen kannst, ist ja klar. Aber die Offensive, wir haben so viele Chancen teilweise. Die sollten dann aber schon mal reingehen. 0 zu 2 aus unserer Sicht geht's in die Halbzeit. Kein Foul war. Das ist Abseits, oder nicht? War das nicht Abseits? Gut geklärt von Mädel. Erster Franz, Ballgewinn. Wimmer. Wimmer, das Wind, da ist der Kopfball. Nein, das ist das nicht das 2-3-0. Also die Zuspiele nach vorne sind Katastrophe. Boah, der geht auch daneben. Atli geht. Der hat uns richtig viel Probleme bereitet. So, über den Flügel jetzt vielleicht mal. Aber wie ihr sehen könnt, es ist halt keiner in der Mitte. Gibt doch mal einen Eckball, aber... Ja, und dann, wie lange braucht Jonas Wind mit dem Abschluss? Guckt euch das mal an. Das wäre die Chance gewesen, noch nicht mal die Chance machen wir rein. Es ist offensiv echt ein Trauerspiel, was wir abliefern. So, jetzt geht's gegen Augsburg mit dieser Startformation. Es muss jetzt ein Sieg her, sonst wird es richtig kritisch. Wir sind jetzt Tabellenplatz 11. Augsburg und 6. dann auch keinen guten Saisonstart erzielt. Startformation habt ihr gesehen, wird diese sein. Let's go. So. BBK Arena, ja, ist schon kein Krisenduell, aber Augsburg muss auf jeden Fall punkten. Wir natürlich auch. Wir sind überhaupt nicht gut gestartet. Es sind jetzt 2 Niederlagen in Folge. Das ist nicht unser Anspruch. Man muss es einfach so deutlich sagen. Die Mannschaft muss jetzt mal eine Reaktion irgendwie zeigen. Reaktion ist, dass keiner mit nach vorne läuft. Lukas Emicha, erster Abschluss. Kaminski gewesen. Lukas Emicha gegen die Laufrichtung. Zweite gute Möglichkeit. Arnold probiert, abgefälscht. So, Kaminski. Wenn wir den jetzt nicht machen, ne? Lukas Emicha 1-0. Durch einen Fehler von Augsburg werden wir herzlich eingeladen. Den nutzen wir. Kaminski, der da aber auch gut Druck macht, ne? Muss man auch sagen. Und Lukas Emicha mit seinem 4. Saisontor. 1-0. Und der nächste Ball gewinnt. Arnold. Gerhard probiert aus der Distanz, gar nicht so schlecht der Schuss, gibt aber kein auf Kaminski. Ja, verliert er den Ball, aber ja. Kosser. Nee. Gut, das ist eine gute erste Hälfte, aber Augsburg ist echt ungefährlich. Also schwaches Spiel von Augsburg. Sieht, dass Arnold da läuft. Arnold, der jetzt einfach mal das machen muss. Gerhard.
Ah, oh, schade. Das wäre ein gutes Tor geworden. Na, nee, schade. Jetzt hier diesen Zweikampf. Augsburg ist das erste Mal richtig gefährlich. Keeper ist aber da, kann ihn halten. Ja. Das Emery. Oh, guter Schuss. So, Lovro Mayer nimmt sich die Sache an, aber das ist ein schwacher Eckball. Also Mele lässt sich da eiskalt abkochen von Petersen. Nein. Oh mein Gott, wenn der reingegangen wäre, ne? Mele. Das gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Wir können keine Führung halten. Oh Mann. 1-1. Es ist nicht gerecht. Und Lovro Mayer, wieso wartest du so lange? Lovro Mayer. Und das ist die Führung. Verdient. Und das ist der neue Mann, der trifft. Es ist verdient. 2-1. Das ist die erneute Führung. Ferguson mit seinem ersten Saisontor. So, und jetzt nicht wieder irgendwie den Ball herschenken. Den Sieg brauchen wir. Und diesen Sieg bekommen wir ganz, ganz wichtig. 3 Punkte entführen wir aus Augsburg und bleiben von den Abstiegsrängen auf jeden Fall weiter weg. Distanzieren uns und setzen Docken im Mittelfeld an. Ganz, ganz wichtiger Sieg. So, damit gucken wir jetzt einmal auf die Tabelle. Spielen übrigens morgen im Nordderby gegen Bremen. Diesmal aber zum Glück wieder heim. Leverkusen jetzt Erster, auch wie es im Moment noch in der Realität ist. Leipzig dann dahinter, Bayern, okay, langsam pendelt es sich so ein, wie es sein soll. Wir jetzt auf Platz 9 mit 13 Punkten, haben aber ein Spiel weniger. Wir könnten theoretisch auf Platz 6 vorrücken, sollten wir gewinnen. Abstiegskampf, ja, Darmstadt, Dortmund haben einen Sieg bis jetzt. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann zum Nordderby. Haut rein. Ciao.